Hey Leute, was geht ab? Ich bin Elias und ihr seht hier The Lens TV und ihr wisst, warum ich grinse. Unser SK Sturm hat es endlich wieder geschafft. Der erste Sieg im Frühjahr ist eingefahren. Halleluja! Ja, 3-0 gegen Altach in Graz-Liebenau letzten Samstag. Wichtig und die Jungs haben das einfach gut gemacht. Anders braucht man das, glaube ich, gar nicht beschreiben. Das war von Anfang bis Ende sehr souverän, kämpferisch top. Die Boys haben Eier gezeigt und gezeigt, dass sie doch Mans sind. Und ja, man hat Altach eben ohne Punkte, verdient ohne Punkte zurück ins Ländle geschickt. Unsere Jungs eigentlich von der ersten Minute an wirklich hochkonzentriert gewesen. Die erste Torschuss dann auch schon früh im Spiel, Lykogiannis per Freistoß. In Minute 20 auch dann schon das 1:0. Zuvor ja eher so ein bisschen ein Geplätschere. Altach unsichtbar im Grunde. Also außer den weißen Dressen hast du von den Altachern wirklich nichts gesehen. Und ja, unsere Jungs eben mit dem verdienten 1:0 dann auch. James Django spielt den Ball in die Mitte auf Danny Alada. Er leitet den wunderbar weiter mit der Ferse auf Marc-André Schmerböck. Der hat unheimlich viel Platz dann auf seiner linken Seite. Legt dann nochmal ab für Hierleder, der in der Mitte dann wartet. Und dann steht es 1:0. Völlig verdient. Von Altach nichts zu sehen. Ein Abseitstor gab es im Durchgang 1 nach einem hohen Ball, sonst aber wirklich auch gar nichts. Und ja, die Altacher hatten da sogar noch Glück im ersten Durchgang. Nicht nur, dass sie nicht höher in Rückstand geraten sind, sondern auch, dass sie nicht mit Rot bestraft wurden. Denn Mahop nach einem Zweikampf mit Artig bleibt Artig am Boden liegen. Und ja, Mahop tritt ihm dann den bodenliegenden Artig auch noch auf den Fuß. Vor den Augen des Linienrichters, der keine Ahnung, gerade irgendwie Däumchen dreht anscheinend und das nicht sieht, klare Rote. Ohne Wenn und Aber, vielleicht nicht mal Absicht, vielleicht hat er wirklich Artigs Fuß da nicht gesehen, aber für mich, es ist ohne Diskussion ein Platzverweis an der Stelle. Nur so nebenbei. Ja, dann auch die gute Möglichkeit aufs 2:0 von Danny Allah, der wartet aber leider immer noch auf sein erstes Tor im Frühjahr. Hätte es auf jeden Fall machen können, wenn nicht sogar müssen, Barış Artig überall am Platz zu sehen, also im letzten Drittel auf jeden Fall und wirklich für mich der beste Mann auf dem Platz bei uns. Der schickt eben Danny Allah und ja, der ist völlig frei vor Cobras, aber setzt den Ball leider Gottes knapp daneben. Also mit dem 1:0 in die Kabine, in Durchgang 2 plätschert zu Beginn auch das Spiel so ein bisschen hin und her. Man muss auch sagen, insgesamt nicht so wahnsinnig viel Spielfluss im Match selber. Von beiden Seiten gibt es auch viele Fouls, also aber wenn der Ball dann ins Rollen kommt, dann sind unsere Jungs ganz klar Herr im Ring gewesen, ohne Wenn und Aber. Von dem her, man hat das souverän einfach gemacht. Ja, dann gab es eben auch noch eine knifflige Szene. Netzer war es dann, genau. Netzer, der Hierländer gefoult hat und eigentlich auch rot sehen muss. Netzer kommt dann ganz klar zu spät. Keine Chance auf den Ball, sieht dafür dann die gelbe Karte. Normalerweise ist es auch rot, also da haben die Altacher doch gehöriges Glück auch an dieser Stelle gehabt. Sturm macht dann aber auch das 2:0. Zuvor haben die Altacher aber noch die Chance auf den Ausgleich, ihre einzige Torschance über 90 Minuten, im Grunde ihre einzige richtig gute Torschance. Ein Freistoß von Luxbacher, den aber Christian Grazey herrlich parieren kann. Und ja, dann fällt auch noch das 2:0 für unsere Jungs. Koch mit einem Einwurf. Artig verliert sein Kopfballduell gegen den Defensivspieler der Altacher. Der Ball landet vor dem Fuß von Danny Allah. Der spielt ihn sofort weiter auf Schmerböck. Schmerböck zieht dann ab aus der Distanz und der Ex-Blackie im Tor an der Stelle von Altach, Martin Cobras, ja, der lässt den Ball eben dann aus und Barış Artig sagt dann Dankeschön und macht das 2:0, sein erstes Tor im schwarz-weißen Dress. Die Hoffenheim-Leihgabe, ja, kommt also immer besser in Schwung bei unseren Schwarz-Weißen. Mit dem 2:0 war die Sache dann auch erledigt. Sturm hat aber dann auch wirklich auch weitergedrückt, was ich sehr, sehr gut finde. Man hat sich dann auch nicht ausgeruht und vielleicht die Altacher noch irgendwie wieder zurück ins Spiel gebracht. Nein, man hat eben weitergedrückt. Zunächst hatte Schmerböck, der mir heute wirklich, in dieser Partie natürlich sehr, sehr gut gefallen hat, hätte dann auch das 3:0 gleich mal machen müssen. Er hat es dann später gemacht, aber dazu kommen wir noch. Ja, scheitert eben mit einem Flachschuss an Cobras, der
überraschend oft, also was mir wirklich aufgefallen ist, Fußabwehr, also eine Fußabwehr macht, keine Ahnung, vielleicht hat das auch damit zu tun, dass er eben ja beim 2-0 bei den Händen, mit den Händen ein bisschen unsicher war, aber wirklich sehr oft mit dem Fuß die Bälle abgewehrt, Cobras, aber okay, nur eben eine Feststellung an dieser Stelle. Ja, dann hat auch Piesinger noch eine Chance auf das 3-0, scheitert allerdings nach einer hohen Hereingabe von Schmerböck mit dem Kopf an Cobras, da hat er wirklich auch eine tolle Parade abgeliefert. Tja, das 3-0, das blieb ihm aber dann doch nicht erspart. Torschütze war dann eben, wie schon angesprochen, Schmerböck, Barischartig, der einen ja, schlechten Kopfball von einem Altacher abfängt, sofort blitzschnell weiterleitet auf Hierländer. Hierländer scheitert dann an Cobras, der wiederholt eben, wie schon angesprochen, auch mit dem Fuß abwehrt. Und Schmerböck muss dann nur mehr abstauben und macht dann in der 80. Minute den Sack zu. 3-0, damit war das Ganze dann auch endgültig entschieden. Ja, was bleibt da noch zu sagen? Die Jungs haben einfach, ja, haben sich gut präsentiert, gerade nach den letzten Ergebnissen. Man hat natürlich auch viel Kritik einstecken müssen, zu Recht, aber auch, es gehört eben einfach dazu, was soll man sagen. Es ist Profifußball und da erwartet man sich zumindest immer, dass die Mannschaft 100% gibt. Spielerisch geht nicht immer alles, das ist schon klar, aber in dem Fall, ja, hat man ja die richtige Reaktion auch Gott sei Dank jetzt gebracht. Und jetzt natürlich ist noch meine berechtigte Hoffnung an der Stelle, ich hoffe halt, dass sie berechtigt ist, dass man jetzt gegen Rapid nachlegt und nicht diesen toten Gegner irgendwie versucht wieder aufzuwecken, sondern da richtig schön drauf tritt, dass die ja verdammten Grünen da einfach schön am Boden an der Stelle liegen bleiben. Ja. Und ansonsten kann ich nur mehr sagen, das nächste Let's Play, also die nächste Folge vom FIFA 17 Let's Play mit dem SK Sturm, die kommt jetzt auch demnächst. Hat ein bisschen gedauert, aber ja, das nur so ganz nebenbei erwähnt. Und ja, großes Lob an die Mannschaft und Co. natürlich. Das war eine Top-Leistung, so stellt man sich das vor. Es muss kein großer Glanzfußball sein, aber ja, wenn man eben die richtige Einstellung an den Tag legt und sich eben dann auch nicht verbal oder körperlich irgendwie vom Gegner einschüchtern lässt, dann ist alles möglich, denn wie wir alle wissen, haben wir eine gute Mannschaft, die auf jeden Fall Fußball spielen kann. Ja, wenn man sie denn lässt. Also, mit diesen Worten verabschiede ich mich. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn dem so sein sollte, ihr wisst ja Bescheid, was zu tun ist. Und ja, wir sehen uns einfach beim nächsten Mal hier bei der Lanz TV. Also, euer Elias und bis dann.